Willkommen zurück zu Kerbal Space Programm. Es sind mal wieder ein paar Updates durch. Wir sind jetzt auf Version 1.6, auch beim Making History Pack. Das heißt, ein paar Mods haben sich auch aktualisiert und jetzt muss ich mal gucken, ob das auch alles noch so läuft. Ich muss sowieso mal gucken, wo wir jetzt als nächstes was machen können. Da wir ja bei unserer jetzigen Mission Moonstation 2, Moon Mission 1, doch, das war ja die Moonstation, wa? Genau, dass wir hier warten müssen, bis die Sonne wieder aufgeht. Nee, halt mal, du bist ja jemand ganz anderes. 1800. Ach ja, du willst ja. Naja, gut. Du wartest auch, dass die Sonne aufgeht. Electric Charge. Stopp mal bitte hier mit dem Drillen. Naja, gut. Das geht sowieso runter. Läuft das Ding hier? Nein. Ah, du hast 600 Ohr drin. Okay. Was wollten wir jetzt mit dir machen? Nach Hause fliegen wolltest du nicht. Du wolltest 6000 Treibstoff haben. Genau. Und dann muss ja hier noch irgendwo jemand sitzen. Dann warst es doch du. Dann warst es doch du. Genau. Jenfred. Du bist das. Ja. Da wollen wir auch Treibstoff haben. An sich ist alles vorbereitet. Wir warten nur, bis die Sonne aufgeht und wir anfangen können zu arbeiten. Weil da oben ist leer. Und warte mal, theoretisch könnten wir doch. Wir haben doch hier einen Chor drin. Open mal. Sag mal, was bist du eigentlich? Engineer. Nee, dann bleibst du drinnen, dann ist nämlich die ganze Anlage effektiver. Oh. Können wir ihn mit nach Hause nehmen? Ja. Sehr gut. Die 50 kannst du mal transmitten. Perfekt. Wir können Science Data abgreifen. Jetzt lockst du nochmal und jetzt sind es nochmal 34. Die hebst du dir auf. So, mal gucken. Dann kann der Rest nämlich auch. Lock mal die Temperatur. Nee, die geht nicht mehr. Gravity Data. 44. Sendest du mal? Ich höre kein Tüdelüt. Ich höre kein Tüdelüt. Na gut. Logge jetzt nochmal. Genau die 39. Die hebst du mal auf. Was haben wir hier noch Schönes drin? Die haben wir bereits. Wie sieht's mit Mystery Goo aus? Nichts. Gut, dann war's das. Cool, wir haben Science-Punkte. Und jetzt kannst du hier oben alles collecten. Mach du mal bitte noch einen Crew-Report. Der bringt nichts. Okay. Dann können wir hier momentan nichts machen, außer warten. Wie lange warten wir denn da? Ah ja. Geht die Sonne jetzt auf oder unter?
Ach, die dreht sich ja weg. Seht ihr das? Die dreht sich ja weg. Oh, das dauert eine ganze Weile, bis wir dann hier drüben ankommen. Okay. Dann sind wir hier arbeitslos. Würde ich sagen, gehen wir mal wieder zurück ins Space Center. Und gucken mal, was wir Schönes machen können. Ja, ich will keine Unit recovern. Das müssen wir noch hochschießen. Expand Station, das müssen wir noch machen. Sentinel. Den haben wir auch lange nicht mehr besucht. Black Flag on the Moon. Black Flag on the Moon, genau. Das kann unser Ingenieur machen. Das machen wir, bevor er nach Hause fliegt. Müssen wir daran denken. S für retten. Wir brauchen ein... Ich baue jetzt ein SSTO. Klappe. So. SSTO. Was brauchen wir denn dafür? In der Größe könnten wir was bauen. Also, ein Standard-SSTO hat entweder den hier. Oder... den. Mal gucken. Hier passt nur einer rein. Damit könnten wir dreie mitnehmen. Ups. Gibt es dafür einen Adapter? Der ist zu groß. Der ist auch zu groß. Das wäre der Ring hier. Sieht aber komisch aus. Aber mal gucken. Gibt es den nicht in länger? Ah. So. Jetzt nehmen wir noch Flüssigtriebwerk. So. Sagen wir mal zwei. Will das Spiel wieder nicht? Na gut, dann machen wir die hinten ran. Warum machst du das jetzt nicht an beiden Seiten ran? So. Jetzt machen wir dort den kleinen Fuel Tank ran. Genau. So. Jetzt brauchen wir noch ein paar fette Düsen. Da waren die größten 130 kN und die machen auch 130 kN. Was war jetzt der Unterschied? Vom. Und ein Triebwerk in die Mitte. Wie lange kann denn das brennen? 3 Minuten, 0,8. Cool. Ob das was bringt? Also, wir brauchen Highspeed Cones. Und wir brauchen Lufteinlass für geringe Geschwindigkeiten. So. Genau. Dann brauchen wir Flügel.
So, also erstmal brauchen wir den hier. So, cool. Dann brauchen wir immer noch Flügel. Ach, sind die süß. Sind die süß. Also, und Schwerpunkt. Ja, das ist der Trust. Also, die Flügel sind zu klein, behaupte ich mal. Sind doch dieselben. Sind noch kleiner. Hey, Leute, wo sind eure Flügel hier? Ah. Sehr gut. Dann kriegst du vorne noch Standard-Kennards ran. Und hinten ein paar Auftriebsdings da. Super. Jetzt brauchen wir noch ein Fahrwerk. Das geht ja flott von der Hand. Ja, Numero uno. Und Numero... Das dürfte zu klein sein. Numero duo. So, mal gucken. Also, die Dinger hier dürfen sich nicht lenken. Wo ist denn das? Steering Direction. Dort. Disabled. Du machst das. Du machst das. Du machst das. So. Custom 1 wird die Dinger hier toggeln. Und Custom 2 wird die Anlage toggeln. Gut. Wie weit kommen wir damit? Bis in Weltall? Schwerpunkt ist ziemlich weit vorne. Ich probier's mal. Jab, rein mit dir. Super. Das Ganze ist mal SSTO1. Safen. Ja, Sinn der Aktion ist, dass wir damit zum Beispiel die Leute aus dem nahen Orbit, die wir rescuen sollen, einfach mal einsammeln. Die könnten wir zum Beispiel... mit einem Docking Port dann einsammeln. Aber ich glaube, da wäre dann ein Shielded Docking Port besser. Oder so ein Airlock hier. Das brauchen wir. So. Zwei Bremsfallschirme noch ran. So. Okay. Später kommt dann noch Ausrüstung wie Solarzellen. Hier. Davon braucht er zum Beispiel zwei. Und dann braucht er hier vorne noch Akkus und gibt's ihm nicht alles. Aber erstmal müssen wir gucken, ob das Ding überhaupt funktioniert. Hallo! So. Das funktioniert. Das funktioniert. Und... Querruder geht auch. Wir machen mal T an. Wir geben mal Vollgas. Wir ziehen mal die Bremse. Und dann würde ich sagen, Feuer frei.
und Bremse. Los. Mal gucken, wie weit wir kommen. Okay, wir haben schon 100 Meter die Sekunde erreicht. Das heißt, wir ziehen mal hoch. Hochziehen. Okay. Hochziehen ist bei dem nicht. Warum nicht? Reicht dir der Auftrieb nicht, mein Freund? Warte mal, dem können wir abhelfen. Und zwar bekommst du dann von mir... Hopp, falsche. Auch die falschen. Auch die falschen. Nanu, ich dachte, es gäbe so ein Dreieck, was ich hier ransetzen könnte. Okay, warte mal. Wow. Zu groß. Ah, wir könnten das so machen. Und hinten? Nein. Kriegen wir das hinten jetzt irgendwie wieder gerade gedreht? Da auch mit dem, wa? Nein. Das muss ein Dreieck sein? Oder wenn wir die Flügel so vergrößern? So. Dann sparen wir uns das hier. Genau. Da können wir doch mal gucken. Nee, die sind zu klein. Die sind auch zu klein. Ja, die Big X sind zu dick. Weil die Delta Wings... Nee. Naja, wobei. So viel größer sind sie nun auch nicht. Wollen wir mit den Delta Wings probieren? Wir probieren es erstmal mit den Dingern hier. So. Nein. Ja. So, dann können wir die Dinger hier nämlich ein Stück nach vorne holen. Damit die besser zu dem Auftrieb hier passen. So. So, okay. Du machst Höhenruder. Ja. Gut, dann gucken wir mal, wie hoch der Auftrieb ist. 'Safen. Und Lauch. Klar machen zum Lauch. Y. Und Feuer frei.
Jeff, gib dir Mühe. Okay. Wir haben nicht genug Auftrieb. Dann? Ach so, warte mal. Ja, weg damit. Big X, da. Klonk. So. Was sagt er jetzt? Fahrwerk, Fahrwerk, Fahrwerk. Jetzt sollten wir das Große nehmen. Boom. Genau, jetzt müssen wir hier vorne das Mittlere nehmen. Damit das von der Länge her wieder klappt. So. Ist immer noch zu klein, wa? Ja. Naja, wir probieren es trotzdem. Also. Du hier draußen machst das Querruder und Höhenruder. Und du hier drinnen machst nur Höhenruder. Dann bist du jetzt SSTO 1B und wir machen noch einen Startversuch. Wow. Okay. An, T, Y, ach Quatsch. Y, Bremse an. Feuer frei. Bremse lösen. Oh. Was war das denn, mein Freund? Das funktioniert. T. So. Warum ist jetzt gerade abgedriftet? Ich mache nichts. Jeb? Das Ding kommt nicht hoch. Ist es zu schwer? Das sind 50 Tonnen. Wieso kommt das Ding nicht hoch?
Warte mal, wir versuchen es jetzt nochmal mit mehr Schub. Ob das wirklich am Auftrieb liegt. So. T. Y. Ich probiere es jetzt mit Vollschub. Kommt niemals ins Weltall. Die Triebwerke sind offenbar zu schwach. Der kann sich auch nur mit Mühe in der Luft halten. Zwei so eine Triebwerke? Das probieren wir nächstes Mal. Also, okay. Revert Flight. Ich würde mal sagen, das klappt nicht. Wir werden jetzt Folgendes machen. Double the power. So. Aber den starten wir in der nächsten Runde. Warte, den stellen wir noch. B1. Safe. Launch. So. Bremse anziehen. Licht anmachen. Und jetzt sagen wir von hier aus. Hör auf zu meckern, Jeb. Hör auf zu meckern, Jeb. Du wartest jetzt. Bis zum nächsten Mal.
Und bis dahin sagen wir, macht's gut und see you later.